This will never work. You can try. You can blame your partner. But the only way to do it is to work together. It is very simple, but still, we tend to forget about it and fight. Take cigarette butts, for example. This is a very big problem. You see them everywhere. In places where people wait, this problem becomes very serious, and not just because it looks awful. Every cigarette butt contaminates about 40 to 60 liter water, and this is a fact. But who should we blame? Tobacco companies? The people that throw them away? We can spend as much time as we want blaming, but the only way to solve this problem is to work together. And this week, I got to see how we can start. I gotta tell you, I thought that there was no way, no way that this would work. Okay, was ist der Plan? Okay, der Plan ist, wir gehen jetzt zur Wilden 17, holen die Zangen, dann gehen wir zum Gesundbrunnen, dort treffen wir uns dann mit der Umweltstadträtin, mit dem Leiter vom Ordnungsamt, mit der Tabakindustrie, mit der BSR, dann noch ein paar Experten auf dem Gebiet Müll. Kommen wir nicht zum Picken, wenn es regnet? Ich glaube, wir können auch bei Regen picken. Ja, aber meistens, wenn wir anfangen zu pickern, dann hört es auf und dann kommt die Sonne raus und dann... Do you remember Anna? She's cleaning the streets of Berlin every Friday with her litter picker. Today, I came to meet her again because she's on her way to an historical event. Ich war beim Verband für Tabakwirtschaft und neuartige Erzeugnisse, beim BVTE, und da habe ich gefragt, ob die nicht mal Lust haben, dass wir zusammen pickern und uns die Situation angucken. Und einen Tag später war ich bei der Umweltstadträtin, habe sie auch gefragt. Und sie hat auch ja gesagt. Und dann dachte ich, das kann man ja vielleicht zusammenlegen. Und dann hat der Leiter vom Ordnungsamt gefragt, ob er auch kommen kann. Und ich dachte, eigentlich muss die BSR auch dabei sein, die Deutsche Bahn, die BVG. Dann habe ich nochmal nachgefragt und alle, die ich gefragt habe oder davon erzählt habe, haben gesagt, sie kommen dazu. And this is actually mind-blowing. Every one of these organizations is trying to do something about the cigarette butts problem. But up until today, they never met in such a form. Im Prinzip haben alle das gleiche Ziel. Nur im Moment wird noch an einigen Stellen die Energie genommen, um gegeneinander zu arbeiten. Dabei könnte man diese Energie ja auch nehmen, um miteinander in eine Richtung zu arbeiten. Und ich glaube, dann sind wir schneller und das wird auch mehr Spaß machen. Hast du eine Angst, dass die nicht kommen würden? Oh, die haben schon fest zugesagt. Ich glaube, bei dem Wetter bin ich keinem böse, wenn jemand nicht kommt. Ein bisschen Angst ist da trotzdem. The rain got stronger and I was losing all hope. But Anna kept on going. Warum soll eine Bürgerin das machen? Ist ja auch meine Straße. Wenn ich mich einbringe gesellschaftlich, habe ich gemerkt, gibt mir das eine innere Erfüllung. Ich finde es auch gar nicht fair zu sagen, die Unternehmen sollen das jetzt machen oder nur die Stadt. Wir leben ja alle hier zusammen. Deswegen finde ich das auch schön, wenn wir das zusammen gestalten. Aber man sieht wirklich ein bisschen blauer Himmel. Ja. When we got to the meeting point, the sky cleared just enough so that we could have our meeting. Despite the bad weather, everyone came with good intention and a desire to share and learn. Das Thema Sauberkeit betrifft uns sowohl im U-Bahn-, Straßen- und Busverkehr auch, weil unsere Haltestellen irgendwo der Eingangsbereich in unsere Verkehrsmittel. Und es wäre schön, wenn der sauber gehalten werden, so würden auch mehr Fahrgäste wieder mit uns fahren. Wir von der Tabakwirtschaft, also auch als Hersteller, müssen wir und wollen wir auch einen Teil der Verantwortung mit übernehmen. Ich glaube, ganz vielen Leuten ist gar nicht bewusst, wie problematisch das ist, wenn sie einfach ihre Kippen wegschmeißen. Und ich glaube, hier so eine breite Kooperation zu haben, von mir als Bezirksebene, aber eben auch dem Ordnungsamt, was mitgekommen ist, aber auch der Zigarettenindustrie und jetzt vielen Ehrenamtlichen, ist total gut. After getting to know each other, the participants picked up cigarette butts, talked about their problems, ideas and ambitions. What they found there were partners to work with, to exchange knowledge and experience. What amazes me
is that this whole thing started because of one email from an active citizen. And it just goes to show you how much influence can every one of us have. And that gives me hope. Not long ago, I made another episode that had something to do with Anna. And if you enjoyed this episode, you would definitely love this one. So go check it out next. I'd like to thank you for watching. And until we meet again, look for the good ones.